Niederes Volk, aufgepasst! Hier wohnt der König der Stadt. Wanna see something unreal? Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Roomtour. Meine Damen und Herren, wir befinden uns nämlich von der Stadt Straubing. War jetzt hier noch nie, ist eine Stadt, eine Kleinstadt, ich glaube 50.000, 60.000 Einwohner, nee, ist keine Kleinstadt mehr. Ist schon eine mittelgroße Stadt in Bayern. Und wir haben über 500 Quadratmeter, genau genommen 505 Quadratmeter Wohnfläche, die wir euch hier heute präsentieren. Und ich würde sagen, Timbo, der heute wieder hinter der Kamera ist. Einen wunderschönen guten Tag. Ich würde sagen, wir starten direkt mal in dieser traumhaften Empfangshalle. Es ist ein Haus, eine Villa, ein Anwesen oder besser gesagt eine Residenz, die um 2000 gebaut worden ist, im klassizistischen Stil mit vielen Jugendstil-Elementen. Und ihr werdet es öfter sehen, wie auch hier an der Treppe, ja, immer diese Dreifaltigkeit, immer drei Punkte nach Palladio, dem goldenen Schnitt. Es gibt verschiedenste Marmorvariationen, nämlich drei Stück. Ja? Wir werden diesen Marmor sehr häufig sehen, das ist der Carrara-Marmor, der auch von Leuten aus Italien hier direkt fugenlos, baut man ja in Deutschland nicht so, man hat ja immer so eine Fuge dazwischen, hier eingesetzt worden ist. Also extra Leute sind aus Italien hierher gekommen und haben diesen Marmor hier eingebaut. Und das ist der grüne Tauernmarmor, auch sehr beliebt. Des Weiteren, Bleiglas, Gläser, auch typisch Jugendstil, führt uns rein in die Empfangshalle. Und jetzt mal eine Schätzfrage, Timo. Was denkst du, wie hoch ist die Decke? Fünfmal Leon. Fünfmal? Fünfmal Mr. Andre. 10 Meter meinst du? Sorry, meiner, sagen wir mal so. 7. Genau, 7 Meter Empfangshalle, offen geschwungene Treppe. Auch hier wieder Tauernmarmor-Elemente. Wirklich ein sehr repräsentativer Empfangsbereich, auch sehr im klassizistischen Stil. Und auch hier die Holzelemente, ja, der Holzgriff hier von der Treppe ist so geschwungen. Kann man sich auch angucken bei YouTube mal, dieses Verfahren ist extrem aufwendig. Lass uns mal ganz kurz zur Linken abkippen, in die Küche. Wir gehen hier ganz kurz rein. Granit-Steinplatte, hier so eine, ja, eine Küchenhalbinsel, würde ich sagen. Genau. Kochfeld, Dunstabzugshaube. Zu meiner Linken hier ein gemütlicher Sitzbereich. Wir saßen auch vorhin hier mit dem Makler und haben das Objekt besprochen und sind alles durchgegangen. Eine sehr gemütliche Ecke, gutes Feng Shui dort auch. Haben wir hier eine Aussparung für die Mikrowelle. Dann haben wir hier eine Brotschneidemaschine und einen Backofen. Ja, Kühlschrank. Kommen wir in, ja, ich würde sagen, in den schönsten Raum meiner Meinung nach. Du kommst nämlich von der Küche direkt in die Speisekammer und du hast hier in diesem Haus eine ganz typische, klassische Raumaufteilung durch die Enfilade. Esszimmer, dann hier den Salon, ne, im Erker und hier drüben die Bibliothek, das Herrenzimmer. Ganz häufig oder fast immer sind klassizistische Häuser, die in diesem Stil gebaut worden sind, so im Wohnbereich aufgebaut. An der Stelle will ich euch auch eine Neuheit für mich vorstellen, nämlich dieser Kamin. Das ist Portoro Marmor. Der heißt Negro Portoro, ist der teuerste Marmor der Welt. Ja, ihr seht ja auch hier diese goldenen Elemente. Den hat der Eigentümer hier bewusst am Kamin eingebaut, sodass man halt das Gefühl hat, wenn hier die Flammen hochkommen, dass sie hier weiterführen. Ich muss sagen, Timo, mir gibt die Einrichtung so einen englischen Vibe. Wir haben hier dunkles Holz, Leder, sehr klassisch, stilvoll. Ich finde, es hat auch so ein bisschen so einen Zigarren-Vibe, oder? Auf jeden Fall. Wir gehen mal weiter in den Wohnbereich. Aber eine Sache möchte ich euch ganz kurz mal zeigen, hier im Essbereich. Ja, wie gesagt, wir kommen von der Küche in den Essbereich und dann haben wir hier, guck mal hier, das Bild hier fand ich ganz interessant, muss ich sagen, mit diesen zwei Augen. Wenn du da vorbeiläufst, ist es so ein bisschen wie so eine optische Täuschung. Also die verfolgt einen so ein bisschen. Ist das nicht dieser Mona Lisa-Effekt? Stimmt, war das gut? Das? Ja, das heißt sogar Mona Lisa-Effekt, sehr gut. Wohnbereich. Die Möbel kann man mit übernehmen. Wie gesagt, Kaufpreis darf ich leider nicht nennen, aus Eigentümerwünschen. Aber die Möbel sind auch alles Maßanfertigungen, die extra auf diese Raumgröße angepasst worden sind. Wir haben typisch kassettierte Fenster, bodentief, die hier auf die Terrasse rausführen. Aber ins Exterior gehen wir eher später. Genau über uns befindet sich der Master Bedroom. Da gehen wir gleich hin. Wir gehen noch einmal kurz zurück in die Küche, weil ich wollte euch was zeigen. Wir haben nämlich hier eine Besonderheit. Wir haben hier Kachelofen Nummer 1. Die funktionieren alle noch. Dann hier um die Ecke in der Küche den Kachelofen Nummer 2. Einen Schritt weiter, zurück im Entree,
hier den Kachelofen Nummer 3. Die werden alle drei befeuert von dieser Stelle. Man macht diese Luke hier auf, haut das Holz rein, der bewärmt das Entree hier, der bewärmt den Kachelofen in der Küche und den im Esszimmer. Ey, man muss sagen, Kachelöfen kennt man ja häufig aus Berliner Altbauten. Oder ich kenne die persönlich aus Berliner Altbauten. Ja, dass man die hier nochmal um die 2000 eingebaut hat, alle handgemacht, hat auf jeden Fall eine Besonderheit, ist auch definitiv unreal. Hier rechts rum geht es in den Hauswirtschaftsraum, den ersparen wir uns jetzt mal kurz. Dann haben wir hier zu meiner rechten und auch zu meiner linken eine Garderobe, ja, zum Ready machen, Outfit-Check. Und dann geht es hier rein in das Gästebad. Hochwertige Dornbach-Armaturen, auch hier wieder Tauernmarmor, Carrara-Marmor. Tolles Waschbecken, was so ein bisschen schwebend aussieht aus der Perspektive, weil es hier freitragend, kann man sagen, oder? Freistehendes Waschbecken. Ein freistehendes Waschbecken, vielen Dank. Pissoir und eine Toilette. Hier runter geht es dann in den Wellness-Keller und Weinkeller. Ich würde aber sagen, lass uns mal zuallererst hochgehen in den Master-Bedroom, oder? Ja, hätte ich dir jetzt auch gesagt. An der Stelle laufen wir hier auch auf Carrara-Marmor hoch ins erste Obergeschoss und haben hier zur linken diese tolle Deckenleuchte und zur rechten haben wir so einen kleinen Balkon. Können wir mal raufgehen. Ja, gerne. Wie gesagt, insgesamt knapp 6.500 Quadratmeter Grundstück. Wir haben hier eine Garage, drei Carports, dann haben wir hier die große Scheune und sogar noch einen Bürotrakt und auch hier vorne so einen tollen repräsentativen Empfangsbereich. Zurück rein. Insgesamt hat das Anwesen 14 Zimmer. Deswegen können wir euch aus Zeitgründen nicht alle zeigen, aber wir zeigen euch mal zuallererst die Master Suite. In den Wohnbereichen und auch hier im Schlafzimmer haben wir Echtholzparkett in Fischgrötenoptik. Mein persönliches Highlight ist auch dieser kleine Balkon wieder hier. Und das sind diese Tarkadromen. Mega praktisch, weil du kannst dann nach dem Aufstehen, ziehst du deinen Schlafanzug aus, hängst ihn heran und nimmst dir Sachen, die du halt am Tag vorher schon rausgehangen hast. Und viele erfolgreiche Geschäftsleute haben mir mal erzählt, dass die es machen, damit sie sich halt nicht nochmal umentscheiden. Sonst gehst du in die Garderobe rein und triffst direkt die erste Entscheidung am Morgen und hast direkt Stress. Ich habe vorher unten über den Portoro-Marmor gesprochen. Lass uns mal ins Badezimmer gehen. Weil hier gibt es nochmal Portoro-Marmor en masse. Ja? Eine Variation zwischen Portoro-Marmor und Carrara-Marmor. Nicht nur auf dem Boden, sondern auch beim Waschtisch. Ja, wir haben hier zwei separate Waschbecken, auch Dornbracht-Armaturen, einmal für Sie und einmal auch für den Mann. Zu meiner Rechten dann die Badewanne mit Blick durch die kassettierten Fenster rein in den Hintergarten. Dann geht es hier rum auf Toilette, falls es mal langweilig wird, weißt du, nicht immer nur Handy sein, auch mal was lesen. Hier ist ein Zeitungstopf. Gut, oder? Und dann hier geht es rum in die Dusche, auch mal der Sound hier. Halt ganz schön, ne? Ja. Und dann zu meiner Rechten kommen wir in die Ankleide. Auch wieder dunkles Holz, klassische Optik. Hast du schon mal ein Badezimmer gesehen, wo die Ankleide ans Badezimmer geknüpft ist? Nee. Ich kenne es meistens so, dass die Ankleide ans Schlafzimmer geknüpft ist und das Bad ans Schlafzimmer. Und hier gehst du quasi vom Schlafzimmer ins Bad und in die Ankleide. Ja, macht irgendwie finde ich, das macht das auch Sinn. Genau. Das habe ich mir auch gedacht. Es macht wirklich, die Planung ist wirklich gut geplant. Weil du gehst ja morgens erstmal ins Bad, ziehst dich an, guckst dich dann hier im Spiegel an und dann gehst du raus. Genial. Genau. Ja. Genial. Dann gehen wir mal weiter in der Tour in das, ja, ich weiß gar nicht, was für eine Art von Zimmer das hier aktuell ist. Es war ein früher Kinderzimmer. Man könnte natürlich jetzt sagen, es ist aktuell die Ankleide vielleicht von der Frau oder von dem Mann nochmal separat. Und dann kommen wir von hier durch in so einen Zwischenflur. Hier haben wir nochmal ein Badezimmer und dann nochmal flankierend vom Badezimmer nochmal ein weiteres Zimmer. Also früher waren hier die Kinderzimmer, die Kinder von den Eigentümern. So, jetzt haben wir's. Ja, es war eine lange Woche, meine Damen und Herren. Wir waren jetzt die ganze Woche in München, fünf Touren gemacht und deswegen verzeiht mir ein oder andere Mal der Versprecher dabei. Aber der ist ja auch so dabei, müssen wir schon ehrlich sein. Genau, jetzt stehen wir wieder im ersten Obergeschoss und schauen wir nochmal der Blick hier runter ins Entree. Hast du schon mal, seitdem wir zusammen touren, so ein fürstliches Entree gesehen? Ich glaube einmal, aber frag mich jetzt bitte nicht wo. Vom Gefühl einfach nur. Ja, ich glaube, da war mal eins. Wir gehen mal hoch ins erste Obergeschoss. Einen Bereich dürfen wir euch leider nicht zeigen, der privat ist. Der geht hier zu meiner Rechten ab. Ich glaube, da sind einfach viele sensible Unterlagen. Und dann kommen wir hier rein, ja, in den Bürotrakt. Ja? Empfangen hier von dem Bär, das sind übrigens alles echte Felle. Man muss dazu sagen, weil der hat die nicht, also der Eigentümer hat die ja nicht selbst erlegt, sondern die bekommt er geschenkt. Genau, der hat geschenkt bekommen. Ja, ja. Also wie gesagt, beruflich so verknüpft, dass er halt solche Tiere geschenkt bekommen hat. Aber der Eigentümer ist auch Jäger. Das werden wir unten auch gleich sehen. Er hat die aber nicht selber, den zum Beispiel nicht selber geschossen. Genau. Der mit der Hand erlegt. Nein, Spaß. Genau, da, hier zu meiner Rechten zeigen wir nur mal ganz kurz nur, ist halt ein Bürotrakt. Ja, ich will hier auch jetzt euch nicht mit diesen Bürokratiekram stören. Und da haben wir hier so ein, ich habe es Bosszimmer genannt, ja? Oder wie willst du das Zimmer denn hier? Das passt schon.
Sitzt man sich mit einer Zigarre hin und diskutiert ein bisschen. Ja. Haben wir irgendwas vergessen hier oben? Sonst würde ich sagen, gehen wir runter in den Keller, oder? Ja. Lass mich mal ganz kurz meine Notizen checken, ob ich irgendetwas hier oben vergessen habe. Wie es auch sein muss, haben wir an alles gedacht. Und über diese Treppe kommen wir runter. Auch hier nochmal das Bild, guck mal. Ja? Der Tauernmarmor hier als Übergrenzung und dann dieser Carrara-Marmor, also wirklich. Wie viel Marmor hier in diesem Haus verbaut ist. Man könnte schon fast denken, der Marmor wird hier abgebaut für andere Häuser. Das ist wirklich sehr besonders. Also das ist wirklich unreal, dass hier so viel Marmor und auch so viel hochwertiger Marmor verbaut wird. Übrigens nennt man diesen schwarzen Negro Portoro Marmor auch schwarzes Geld. Dann kommen wir in den Wellness-Bereich. Ja? Wir haben hier ein Laufband, wir haben dort einen Einbauschränk mit Beleuchtung hinter. Ja, finde ich im Keller immer richtig gut. Haben wir auch schon mal im Haus gesehen. In Heiligendamm hatten die es auch. Genau. Im Kino. Da hatten die auch hinten, dass man das Gefühl hat, dass man draußen ist, halt diese beleuchteten Kastenfenster. Das finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dann gehen wir in den Wellnessraum. Wir haben einen Whirlpool. Wir haben eine Dusche. Wir haben eine Sauna. Und wir haben so einen heißen Stein hier. Auch wieder, guck dir schon wieder, wie der Portoro-Marmor. Ja? Hier hat man wirklich noch nichts gespart. Genau, dann die Sauna hier. Ja, da ist kein Licht drin. Das wird schwierig. Guck mal, ich kann so drin stehen. Und ich bin fast 2 Meter groß. Oder das ist der erste Kellerbereich. Da haben wir hier noch eine Menge Einbauschränke. Hier zu meiner Rechten geht es auch nochmal in den Hauswirtschaftsraum. Und dann geht es hier zu meiner Linken in den Weinkeller. So eine alte, schöne Stahltür. Und dann geht es hier rein in den Weinkeller. Auch klimatisiert. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Weinfan. Aber für Leute, die halt Wein gerne trinken, ist der Raum natürlich mehr als perfekt. Auch hier mit den Klinkersteinen. Ne? Hier auch mit den Wölbungen, also wirklich schön gemacht, sehr, sehr schön gemacht. Wirklich genau passend für einen Weinkeller. Ja, und man muss dazu sagen, das Haus wurde halt 2000 gebaut, also es ist jetzt nicht, es ist halt in altem Stil gemacht, aber fast neu, 2000 gebaut. Das war der Großteil vom Interior. Wie gesagt, wir haben 14 Zimmer, 505 Quadratmeter Wohnfläche und ich würde sagen, lass uns mal das Exterior anschauen. Und ich begleite mal das Rausgehen mit den Worten von Timo. Er hat nämlich vorhin zu mir gesagt, es war vielleicht der schönste Garten, seitdem er hier Touren macht mit uns. Timo, lass uns mal ganz kurz umdrehen. Lass uns mal hier vorne zum Auto gehen von Isar Estate Immobilien. An der Stelle möchte ich auch nochmal vielen Dank sagen an Isar Estate Immobilien für das Ermöglichen dieser Tour in dieser wirklich wunderschönen Villa. Ich habe Isar Estate Immobilien auch in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr Interesse an dem Kauf habt von diesem Objekt oder falls ihr mehr Informationen benötigt, dann meldet euch gerne bei Isar Estate Immobilien. Und jetzt mal der Blick auf dieses Haus. Ja? Und das ist genau, was ich vorhin meinte. Das Haus wurde innen drin, aber auch außen nach Palladio, dem goldenen Schnitt gebaut. Symmetrie, angenehm fürs Auge. Dann haben wir hinten die Garage, das Garagentor hier vorne. Hier ist die elektrische Einfahrt oder das elektrische Einfahrtstor. Und dahinter, von dem Grünen bis zu dem Mais, haben wir nochmal 1700 Quadratmeter Grundstück, wo Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Walnüsse wachsen. Die gehören auch noch zum Grundstück mit dazu. Zu meiner Rechten, das Carport. Hier sind nochmal, ja, offensichtlich 3 Stellplätze Platz. Und das hier ist eine alte Presse. Ja, so hat man damals hier sich den Orangensaft gepresst. Nein, ich glaube nicht, dass damit Orangensaft gepresst worden ist. Ich weiß nicht genau, was damit gepresst worden ist. Falls jemand weiß, kann er gerne mal in die Kommentare schreiben. Und hier hinten haben wir auch noch eine alte Steinmühle. Fragt mich nicht, woher die sind. Guck mal, da unten hängen richtig die beiden Steinklötze hier. Die halt dann mühlen. Hier oben die Sachen rein und dann fängst du an zu mühlen. Total interessant. Dann haben wir hier zu meiner Rechten eine riesige Scheune. Und jetzt erwartet euch ein Haus im Haus. Ach, erstmal zeige ich was anderes Cooles. Den Gong hier. Der ist so groß, da flackert so ein bisschen das T-Shirt, wenn du vorstehst. Natürlich von nur der Seite. Aber das ist ein asiatischer Gong. Und dann eine originalgetreue Almhütte steht hier im Garten. Können wir mal kurz reingehen? Wie gesagt, man sieht es jetzt auch hier. Der Eigentümer ist Jäger. Und es riecht richtig nach Zirbenholz hier. Hier hat der Eigentümer sich eine Almhütte originalgetreu hinbauen lassen. Man sieht es auch an der Tür, ich musste mich echt ducken, aber hier drin kann man echt gut laufen. Und hier, das wird aktuell natürlich so für Feste und für Zusammensitzen genutzt. Also hier ist ein richtig uriger, österreichischer, bayerischer Charme drin. Und dann gehen wir mal raus in den Garten. Ich würde sagen, wir drehen mal die Runde hier rum. Also man kann hier wirklich von einem paar großen Grundstück sprechen. Definitiv 6.500 Quadratmeter und alles automatisch bewässert. Hier fahren auch so 5-6 Mähroboter rum, den ganzen Tag hier den Rasen mähen. Es war auch gar nicht so einfach, tatsächlich, weil hier so eine große Busch- und Baumlandschaft ist, mit der Drohne das Grundstück aufzunehmen. Hier hat man eine Sitzecke, mehrere Sitzecken, hier so kleine Inseln verteilt. Die größten Inseln sind da vorne. Da gehen wir jetzt mal hin. Dort ist nämlich so ein japanischer Garten. Ach, an der Stelle erzähle ich es mal kurz mit den Wünschelroutengängern. Ja, es gibt Leute, ich wusste es wirklich vorher auch noch nicht, die haben dann so eine, könnt ihr mal googeln, eine Wünschelroute. Das sind so V-artige Routen.
Die laufen dann über ein Grundstück, bevor das Haus gebaut wird. Und dann, wenn die ausschlägt, befinden sich da drunter tief in der Erde Wasseradern. Und diese Wasseradern stören halt das Feng Shui, den Fluss, die Energie. Und darüber sollte man halt dann keine Wohnzimmer, Schlafzimmer etc. bauen. Und diese Leute, diese Fähigkeit dieser Wünschelrouten haben auch nicht viele Leute, sondern nur Ausgewählte. Und es kann auch vererbt werden. Ist halt ein bisschen Esoterik. Wer dran glaubt, dem wird es auf jeden Fall auch was bringen. Und dann haben wir hier die erste Sitzecke. Ist so ein bisschen so ein Kraftplatz, ja. Unter den Bäumen, hier merkt man richtig so auch die Stimmung. Jetzt liegt jetzt gerade ein Helikopter drüber, aber hier in Straubing, wir finden uns 5 Minuten zur Stadt. Hier ist wirklich Seelenruhe. Also wir sind hier vorhin auch bei den Aufnahmen übers Grundstück gelaufen. Es ist wirklich total angenehm. Es ist wirklich eine reinste Idylle. Dann haben wir hier zu meiner Rechten einen Schwimmteich mit einem richtigen Keuschwarm. Und manchmal sieht man die auch. Sehr cool, weil du halt viele Tiere hast. Da waren noch vorhin ein paar Enten. Wie gesagt, ich habe eine Schildkröte gesehen. Viele Frösche, die reingesprungen sind, als ich hier lang gelaufen bin. Das ist der japanische Garten. Über den kommen wir auf die Hauptterrasse. Hier könnte man natürlich noch Liegen hinstellen und verschiedenste andere Dinge. Ein kurzer Exkurs, ganz kurz zu meiner Linken. Das haben wir jetzt gerade übersprungen. Dieser Trakt hier unten, wo die Fenster drin sind, ist ein Bürotrakt. Ja, das kann man auch als Bürotrakt nutzen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, vorhin, als wir da rausgelaufen sind aus der Scheune, rechts davon ist nochmal eine Einfahrt für Bedienstete und Personal. Ja, da stand jetzt kein Auto, deswegen hatte ich es vergessen gehabt zu sagen. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen. Jetzt befinden wir uns auf der Hauptterrasse. Sitzecke 1, Sitzecke 2. Von hier raus kommen wir auch dann wieder in das Wohnzimmer. Ja, hier ist der Erker unterm Wohnzimmer und darüber ist die Terrasse, wo man vom Schlafzimmer rauskommt. Du hast ja gesagt, Timo ist einer der schönsten Außenbereiche, die wir bisher gesehen haben. Absolut. Also, ja. Ich finde, mehr Ruhe kannst du gar nicht haben. Ich finde auch einfach diese vielen Sitzgelegenheiten, da wollte ich eigentlich nochmal in die Richtung gehen. Mhm, weil da wurde gesagt, dass das der schönste Platz ist mit Blick aufs Haus und ja, auf den Garten. Ja, ein ganz kurzer Exkurs. Ich würde mich nochmal bei euch bedanken. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen mal in einem Video gesagt, wie viel Aufwand so eine Erstellung von so einem Video ist und dass ich halt deswegen auf eure Wertschätzung und auf eure Unterstützung da so ein bisschen poche. Und ich war ein bisschen so zwiegespalten, ob das gut ankommt oder nicht, aber es kam wirklich sehr, sehr gut an. Ich habe es in den Kommentaren gemerkt und merke es auch einfach auch am Wachstum an diesem YouTube-Kanal und wollte an der Stelle einfach mal vielen, vielen Dank sagen dafür, dass ihr da das so offen aufgenommen habt und es auch wertschätzt. Und ja, vielen Dank dafür. Weiter mit der Tour. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Du hast hier die klassizistische Fassade vom Haus, Terrasse davor, eine saftig grüne Wiese, hier der Koi-Teich, wo immer irgendwie ein bisschen was los ist, ein paar Libellen fliegen, Fische. Also es ist wirklich eine komplette Idylle. Ich würde auch sagen, Timo, an der Stelle beenden wir die Tour. Wirklich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne eure konstruktive Kritik in die Kommentare. Ich freue mich auf jegliche konstruktive Konversation und wie gesagt Kritik. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Isa Estate Immobilien für das Ermöglichen dieser traumhaften Tour von dieser traumhaften Villa. Und genau, ich habe alle Kontaktdaten in die Beschreibung gepackt. Falls ihr irgendwelche Informationen haben möchtet, meldet euch gerne bei Isa Estate Immobilien und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es mal wieder heißt, you wanna see something unreal.